Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute, das Wichtigste über Quittenbäume. Die Früchte, das Gewicht der Früchte und die Erziehung des Baums. Ein Quittenbaum im Garten ist etwas Wunderschönes. Das Schönste ist eigentlich diese Früchte im Herbst. Vom frühen Herbst bis in den späten Herbst hat man diese Sonnenkugeln im Garten. Und das ist wirklich eigentlich noch mehr ein Zierbaum als ein Nutzbaum, obwohl ich ein absoluter Liebhaber der Quittenmarmelade bin. Das ganz Spezielle an der Quitte ist aber Folgendes. Ja? Das ist die Quitte selber. Die hat nämlich ein extrem hohes spezifisches Gewicht, viel höher als ein Apfel. Geht auch sehr lange, bis er reif ist. Und dieses hohe spezifische Gewicht führt, dass die Äste nach unten fallen. Schauen Sie sich diesen Baum an. Das hier war einmal der Mitteltrieb hier. Ja? Und unter der Last der Früchte ist er sozusagen umgebogen und aus dem Baum mit einer Mitte ist eine Hohlkrone geworden. Das ist absolut kein Problem. In den nächsten Jahren werden genauso wie dieser Ast hier entstanden ist, werden auch bei den anderen Leitästen steile Wassertriebe entstehen, hier neue Triebe entstehen, die sollen nicht etwa entfernt werden. Das ist die Zukunft dieses Baumes. Das heißt, diese neuen Triebe hier, diesen hier und diesen hier muss man lassen und später dann die alten abgehangenen, abgetragenen Äste entfernen und hier wird dann der Ertrag sein. Also, der Zierwert der Quitte und das spezifische Gewicht ist entscheidend für die Art der Entwicklung und des Schnitts der Quittenpflanze. Wir können es bei diesem Baum nochmals wunderschön schauen. Auch hier haben wir die schweren Quitten. Wir sehen die Äste, die unter der Last der reifer werdenden Quitte immer mehr nach unten kommen. Ja? Wir sehen aber auch, dass neue Äste entstehen, hier und hier. Und das ist die Zukunft des Quittenbaums. Das heißt, diese Äste, die jetzt tragen, die können in ein, zwei Jahren, die werden auch nächstes Jahr nochmals Früchte tragen, können die entfernt werden. Und dann wird diese Ast Früchte tragen und wird nachher langsam auch nach unten fallen. Der Schnitt beim Quittenbaum besteht immer darin, das alte, abgetragene Holz, das nach unten gefahren ist, unter der Last der Früchte zu ersetzen durch steiles Holz. Der sogenannte Wassertrieb bei der Quitte ist der Zukunftsast, der in Zukunft Früchte tragen wird. So funktioniert das. Ja, die Erziehung eigentlich des Quittenbaums, in dem abgeleitet eigentlich vom hohen spezifischen Gewicht der einzelnen Frucht. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.